Hi Leute und willkommen zu einem neuen Make-up-Video. Wir machen heute wieder ein Clowncore-Make-up. Ich bin gerade dabei, mir die Ohren aufzusetzen. Das sind schon mal die Accessories. Das ist so hart. Das ist ganz schön crunch. Das glitzert so schön. Seht ihr das? Eigentlich sind die in der ganzen Schleife verteilt, aber die haben sich hier irgendwie gesammelt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich habe auch schon meinen Beauty Blender. Ich erzähle euch dann, was ich mache. Okay, also, da ich heute rot, man sieht es gar nicht, ich trage heute rot und blau, so ein helles Blau. Dementsprechend wird auch das Make-up rot und blau gehalten. Okay. Ich habe gestern war das, glaube ich, einen ziemlich geilen Clowns-Look gesehen, an den ich mich orientieren will. Das ist so ein bisschen mit zum Gradient und da war so eine blaue Träne. Und das Ganze werden wir aber noch ein bisschen weiter in die Extreme ziehen, denke ich. Ich denke, ich weiß schon, was ich machen werde. So, Eyeliner Make-up. Als nächstes. Das machen wir alles ganz fix. Corrector und mein Concealer. Müsste ich mir eigentlich mal wieder nachkaufen. So. So. Dann hier. Und unter den Augen. Schon so gut wie drauf. Als nächstes. Ich werde wahrscheinlich jetzt schon die Gradients für diese Tränen machen. Ich habe auch überlegt, ich habe hier diese wunderschönen Glitzer, ich weiß gar nicht, was das ist, Glitzerobjekte bekommen. Und ich überlege halt, ob man die nicht irgendwo irgendwie sich aufkleben kann. Vor allem die hellblau. Dass ich die mir irgendwie so ein bisschen raufklebe. Mal gucken, ob ich vielleicht auch schön. Aber das kommt zum Schluss. Wir fangen jetzt erstmal mit den Basics an. Okay, für das Rot habe ich zwei verschiedene Rottöne aus zwei verschiedenen Paletten, die ich eventuell entweder kombiniere oder einzeln nehme. Tatsächlich würde das vielleicht Sinn ergeben, die und die, damit das halt schon so einen Gradient-Effekt hat und der Rest halt nur noch verblendet werden muss. Oder ich nehme das Rot hiervon, da könnte man das auch tatsächlich so ein bisschen machen. So, mal kurz gucken. Ich glaube,
glaube, das Rote ist ein bisschen intensiver. Ich glaube, ich werde das hier nehmen. Und dann nehme ich den Pinsel. Ich nehme den hier zum Auftragen und einen sauberen zum Verblenden. Einen weicheren, sauberen zum Verblenden. Dann machen wir erstmal das dunkle Rot, um da erstmal ein paar Punkte mitzusetzen. Also hier würde ich sagen und dann hier und hier. Das sieht ein bisschen aus, als ob ich krank bin. So. Okay. Jetzt nehme ich die hellere Farbe. Und mach dann nochmal einmal drauf. Ich hätte erst die hellere Farbe nehmen sollen. Egal. Ich werde gleich sehen, wie ich das benutzen kann. Okay, jetzt nehmen wir den. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Trust the Process Ding. Jetzt hier ausfaden. Dann hier ausfaden. So, ihr seht das, sieht sich noch kränker aus. Ich glaube, das reicht auch schon so. So. Das ist Stufe 1. Jetzt lassen wir blaue Tränen hier reinlaufen. Ah, vielleicht sollten wir dann doch ein bisschen ganz leicht das mit Rot umranden. So, oh yes. Oh yes. Dann, ich weiß nicht, sollte ich das Blau? Ich hatte hier noch ein helles Blau irgendwo. Wahrscheinlich muss ich die mischen miteinander. Hier habe ich ein helles Blau. Und ich glaube, die beiden werden jetzt gemixt. Helle Blau und einmal das Dunkle. Hm.
Beiden jetzt gemischt. Ungefähr so eine Farbe kommt dann dabei raus. Kleines bisschen dunkler noch machen. So, ich hoffe, das ist jetzt gut. Machen das jetzt so. Tatsächlich muss es vielleicht noch ein Stückchen dunkler. This looks good. Yep. Machen wir das auf hier mit. Seht ihr das? Ich ziehe das hier so runter. Okay. Oh yes. Man muss auch dazu sagen, das Bild, was ich gesehen habe, ist nur eine Inspiration. Dieser Look hier ist halt fast komplett abgewandelt. Es geht nur um so dieses Gradient, um eine Träne. Alles andere ist komplett anders. So. Hier. Es braucht ein bisschen mehr Dunkel. So, hier. Und das. Okay, dann hier so runter. So.
Holy smokes. Das sieht cool aus. Jetzt ist die Frage, mache ich hier noch was mit dem restlichen? Ja, ich glaube, ich mache hier. So. Ich habe eine Idee. Wir erweitern das jetzt hier so ein bisschen. Oh yes. Das? So. Okay, der Seite müssen wir ein bisschen wieder symmetrisch machen. So. So, das mal zur Seite. Ich wasche mir das mal kurz ab. Okay, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Ich habe Bock auf so einen Übergang. Vielleicht hier mit. Ich habe jetzt eine dritte Palette. Ja. Das ist eine etwas dunklere Farbe. Dann haben wir hier halt auch ein etwas helleres Blau. Ich glaube, das hier passt gerade viel besser rein. Und das lassen wir dann so übergehen zu einem hellen Blau. Maybe. Ich nehme jetzt erstmal hier von. Machen das jetzt erstmal hier hin. Dann gucken wir nochmal in Ruhe. So, das würde ich hier so hinpacken. Mhm. Mhm. Das looks good. Hätte ich auch Lust, diesen Schimmer hier mit reinzubringen. Jetzt ist die Frage. Ja, ich glaube, das machen wir. Das ist das hellere Blau. Ich versuche das jetzt einfach mit dem Pinsel hier zu nehmen. Und dann hier so ein bisschen reinzugehen.
Irgendwie würde ich gerne hier irgendwie so das in so ein Rot übergehen lassen. Wir nehmen mal diesen kleinen Pinsel hier dafür. Und das Rot, was ich hier ja schon hatte. Und machen hoch. Oh Gott, das ist so viel. Ich mache das erstmal auf der Seite noch. Das ist heavy. Wir nehmen nochmal einen anderen Pinsel und verblenden das jetzt erstmal nach innen und nach außen, einmal komplett. Vor allen Dingen hier nach innen, nach oben. Also hier lang. Sorry, ich bin gerade so in meinem Film drinne, in meinem Schminkfilm, dass ich ganz vergessen habe, irgendwie mal ein bisschen was dazu zu geben, Infos. Ich finde, das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Ich weiß, was ich mache. Okay. Wir haben jetzt hier dieses Rot. Muss ich nur gucken, wo mein Pinsel ist. Ah, er liegt noch im Wasser. Das ist nicht so eine gute Idee. Niemals den Pinsel so im Wasser lassen. Das kann die Pinsel kaputt machen. Selbst wenn es ein Billo-Pinsel ist, ist egal. Ich finde, man sollte auch mit billigen Pinseln gut umgehen, weil manchmal halten die dann auch ganz gut. Hier nehme ich das jetzt, das Rot. Das nehme ich mir jetzt und dann ich würde gerne hier so genau so, ist das auf der anderen Seite genauso hinbekommen, aber das ist noch nicht alles.
Seht ihr das? Das ist nur der Anfang. Weil jetzt runden wir das hier so ein bisschen. Das? Oh yes. Okay. Dann hier wieder so rüber. Dann, ich muss noch ganz kurz leise sein, weil ich muss mich übelst konzentrieren. Das ist nämlich voll so ein tricky Part. Und jetzt noch die Wimpern auf der anderen Seite. Ich habe hier jetzt Wimpern gemacht. Das ist am schwierigsten. Ich bin nicht so der Beste im Wimpern malen. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen unterhalb hier Wimpern zu machen. So. Als nächstes bekomme ich eine rote Nase. Das machen wir auf jeden Fall. So. Und was dann jetzt noch kommt, ich glaube, das mache ich mit dem anderen Rot, und zwar von dem, mit dem von dieser Palette hier. Damit mache ich jetzt die Lippen.
Okay, dann verblenden wir das mal. Und? Jetzt probiere ich was. Und zwar probiere ich diesen Schimmer auf meinen Lippen. Yes, I like that. Ich probiere das jetzt nochmal hier im Innenwinkel ein bisschen Glitzer. Okay. Was ich noch machen muss, ist hier vielleicht so ein bisschen, da nehme ich Gelb. Ich nehme mal diesen Pinsel und eine gelbe Farbe, und zwar die hier. Ich muss das mal wieder festkleben. Ich versuche das dann halt so gut es geht auf diesem Brush zu verteilen und dann ich brauche mal einen Spiegel dazu. Machen wir es auch mal auf der Seite. Reicht schon. Es soll mir eine Akzentuierung geben. Genau. Und jetzt. Hey, es ist relativ aufwendig, aber ich habe es relativ fix hinbekommen. Es sind jetzt 34 Minuten vergangen. Die Frage ist, ob ich dann noch zusätzlich Wimpern nehme. Falsche Wimpern in Weiß. Ich mache dann hier vor allen Dingen, hier quasi weiß. Die anderen spare ich aus. Also hier mache ich und die spare ich ein bisschen aus.
Aber ich glaube, das reicht sogar. Das piekt gerade ein bisschen im Auge. Nee, es muss schon mit der Schleife sein. Ich glaube, so reicht das. Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Mir hat dieser Look zu kreieren unfassbar viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Ich habe mir gedacht, ob ich die hier nicht noch verwende. Oder wir kleben die noch drauf. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich würde sagen, die kleben wir noch. Wir kleben hier noch ein, zwei Stück drauf. Also sorry. Aber das machen wir einfach mal. Ich muss nur kurz gucken. Ich hatte hier irgendwo, genau, hier habe ich meinen relativ alten Lash Glue. Und da machen wir einfach mal ein paar Punkte, wo wir die Sachen draufsetzen. Okay. Irgendwie würde ich sagen, hier so drumherum. Das heißt, die Pinken kommen hier so hin. Okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig öffnen. Und wo habe ich denn jetzt die Zunge? Da müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen vorsichtig sind. Spannend. Wo? Hier, ja. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Das sehen? Da. Hier haben wir noch eins. Mit langen Nägeln hätte ich das alles gar nicht machen können. Ah ja, hier.
Zeug. Reicht auch. Jetzt kommen die Schmetterlinge. Und zwar habe ich jetzt die Klebe hin. Da. Die kommen halt auch auf die Tropfen drauf. Nur aufkriegen. So. Das sind so kleine süße Schmetterlinge. Und weg ist er. Müssen wir auf jeden Fall auf der anderen Seite auch machen, oder? Oder ich lasse es so. I don't know. Oh, ich will eigentlich auch vor Glitter gehen. Guck mal, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, machen das einfach so. Das. Ich klebe jetzt den hier auf. Jupp. Und hoch. Thank you.
Jetzt machen wir hier noch die Punkte für die blauen. Holy shit, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr über dieses Make-up. Ihr hört das gar nicht. So. Genauso viel Spaß wie ich. Oh mein Gott.